Exklusiv für Sie, liebe Leser, hat der Landfreund den Reformuli TC-Nix einem Praxistest unterzogen. Wir haben die Maschine im harten Praxisalltag auf Herz und Nieren getestet. Der große Muli ist ein echter Blickfang. Das neue Design erinnert an einen Sportwagen und traf anfänglich nicht überall auf Gegenliebe. Jetzt ist der TC-Nix aber nicht mehr aus den Alpen wegzudenken. Das liegt aber sicher nicht nur am Design. Wenn man in die Kabine steigt, fallen einem sofort die hohe Verarbeitungsqualität und die schönen Detaillösungen auf. Auch an dem einfach in Höhe und Neigung verstellbaren Lenkrad hatten wir unsere Freude. Die Kabine ist serienmäßig mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Diese ist in das Lüftungssystem integriert und sorgte bei uns auch an heißen Tagen für einen kühlen Kopf. Die Rundumsicht aus der geräumigen Kabine ist gut. Die Rückspiegel sind aber ungünstig positioniert. Sie verdecken einem in einer Kurve oder vor einer Kreuzung die Sicht nach schräg vorn. Das ist gefährlich und hat bei uns zu mehreren brenzligen Situationen geführt. Die Bedienelemente sind griffgünstig angeordnet und in Funktionseinheiten gruppiert. Dadurch ist der TC-Nix kinderleicht zu bedienen. Auch das von anderen Mulis bekannte Wendegetriebe trägt zur einfachen Handhabung bei. Es hat 4 Gänge in 2 Gruppen mit einem vorwählbaren Halbgang. Auf Wunsch ist eine Kriechganggruppe erhältlich. Von der Transportleistung des TC-Nix waren wir begeistert. Aufwärts entwickelt der Motor eine beeindruckende Leistung. Richtig Freude bekommt man aber bei der Talfahrt. Die verschleißfreie Wirbelstrombremse von Telma ist wirklich Gold wert. Dank ihr kann man etwa 2 Gänge schneller fahren, als wenn man sie nicht zur Verfügung hätte. Die Lichtanlage des TC-Nix ist einfach zu bedienen und leuchtet den Arbeitsbereich nach vorne gut aus. Nach hinten gibt's leider nur 2 Scheinwerfer auf dem Dach. Die leuchten in den Ladewagen. Da hätten wir sie aber gar nicht unbedingt gebraucht. Wir hätten lieber eine Beleuchtung für die Zwillingsbereifung gehabt. Nicht überzeugen konnten die Markierungstafeln der Zwillingsräder an der Hinterachse. Sie sind sehr ungünstig positioniert und werden dort schnell beschädigt. Wir haben den TC-Nix in der Heuernte, beim Ausbringen von Mist und Gülle sowie für Transportarbeiten mit dem Kipper eingesetzt. Besonders interessiert hat uns dabei natürlich die Handtauglichkeit. Unser Grünland war im letzten Sommer teilweise sehr nass und empfindlich. Da kam dem TC-Nix dann sein hohes Leergewicht in den Weg. Wenn wir nur an der Hinterachse Doppelräder montiert hatten, beschädigte der Muli unsere Wiesen unübersehbar. Wenn wir aber beide Achsen mit Doppelrädern ausrüsteten, wurde der TC-Nix zu einem richtigen Kletterspezialisten. Wir waren mehrmals überrascht, wie steil wir fahren konnten, ohne größeren Schaden anzurichten. Besonders positiv aufgefallen ist uns die Servicefreundlichkeit der Maschine. Alle Wartungspunkte, die täglich kontrolliert werden müssen, sind vorne am Motor zu finden. Die Abdeckhaube kann man einfach aufklappen, auch wenn ein Frontgerät montiert ist. Für Reparaturen oder den Service hat der TC-Nix eine Kippkabine. Sie kann mit einem Hebel, der an der Maschine montiert ist, einfach gekippt werden. Der Landwirt selbst wird die Kippkabine wohl selten nutzen. Im Fall einer Reparatur spart der Mechaniker aber viel wertvolle Zeit.
Das wird der Bauer auf der Rechnung auch sehen. Die Hydraulikanschlüsse sind im TCNX auf die Fahrerseite gewandert. Das erspart beim Gerätewechsel mühsame Rennerei. Der Mulli hat einen größeren Tank als seine Vorgänger. Er reicht locker für lange Arbeitstage. Die Federung hat uns gut gefallen. Sie erhöht nicht nur den Komfort, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Maschine. Alle Details und die Ergebnisse unserer Tests finden Sie im Landfreund.